Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Unter uns, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Ach, Wegelein, da habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Sag prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sonst haben wir jede Chance verspielt. Der Golden Boy. Fegelein. Sind Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Mein Mann, schon über 15 Jahre. Und doch, wenn ich es mir recht überlege, weiß ich eigentlich gar nichts von ihm. Das ist Landesverrat. Ich habe mich eigentlich auf Berlin gefreut. Aber nun ist er so ganz anders als früher. Jetzt redet er mit mir nur noch über Hunde und vegetarisches Essen. Manchmal gebe ich dem Vieh heimlich unterm Tisch einen Fußtritt und der Adolf wundert sich dann über energisches Benehmen. Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Sie sterben sinnlos. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Es hat uns selbst beauftragt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Ich habe oft eine Sauwut über die Blondie. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir. Deutsche Geschütze, die solchen Namen machen? Ich fürchte, nein. Aber Steiners Angriff musste schon im Rollen sein. Wir müssen bald wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube dem kein Wort. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist, ein rücksichtsloser Karrierist. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton. Hevel hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich. Bestimmt nicht. Meine Herren, der Führer! Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen. Ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Reichsleiter. Es ist passiert. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Ich melde, der Führer ist tot. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt.